124 Fischarten normalerweise im Marmarameer, jetzt 0. Leute, also das ist eine Nummer schwierig. Also ihr habt mir super, super viele Nachrichten geschrieben, Bilder geschickt, Zeitungsartikel geschickt. Robert, was sagst du dazu? Was ist hier los? Erklär mal bitte, stimmt das? Ja, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und heute Morgen durch Zufall im Radio war es Deutschlandfunk Nova? Ich glaube ja. Eine Hörreportage darüber gehört und da müssen wir drüber reden. Also, und zwar war in den Schlagzeilen, dass das Marmarameer tot sei. Offiziell für tot erklärt. Das waren so die Headlines überall. Ne? Marmarameer offiziell für tot erklärt. So, und jetzt ist die Frage natürlich an den Meeresbiologen. Ist ein Meer, kann das wirklich tot sein? Wir versuchen das mal zu erörtern. Also, guckt mal. Marmarameer. Ich zeige euch gleich, wo das lokalisiert ist. Aber wenn man das eingibt, Marmarameer tot, dann findet man super, super, super viele schreckliche, schlimme Bilder. Ne? Jeglichster Couleur. Also so ein Meeresschleim, der da irgendwo an der Wasseroberfläche des Marmarameers schwebt. Leute, die da drin hocken, Menschen, die da durchrudern. Riesige, fette, ekelhafte, soddrige Schleimschichten jeglichster Couleur. Es gibt dann ganz, ganz viele Artikel, zum Beispiel hier auf Geo. Schleimplage vor Istanbul, die Katastrophe im Marmarameer ist noch nicht vorbei. Dann sieht man hier relativ dramatische Bilder. Das sieht wirklich, wirklich, wirklich schlimm aus. So, und seit dem Frühjahr sorgt sie für reichlich Ekel. Und dann stehen da so Sachen drin wie 60% der Spezies sind verschwunden. Das ist ein Problem. Also 60%, Freunde, ist krass. Eines Meeres. Ja? Also heute Morgen habe ich einem Meeresbiologen zugehört, einem Lokalmeeresbiologen, einem Türken, der das Marmarameer untersucht. Und er sagte, wir haben 124 Fischarten normalerweise im Marmarameer, jetzt 0. Leute, also das ist eine Nummer schwierig. Guck mal, so sieht das da aus. Wirklich, wirklich schrecklich. Um das mal einzuordnen, müssen wir uns von vorne rantasten. Guck mal, Marmarameer, türkisch Marmara Denizi, in der Antike veraltetes Marmarameer, ist ein Binnenmeer des Mittelmeers. Ganz, ganz wichtig. Über Bosporus und Dardanellen, Bosporus im Norden und Dardanellen im Süden, verbindet das Schwarze Meer, also im Norden, das Große, mit der Ägäis. Salzarmes Wasser strömt an der Oberfläche aus dem Schwarzen Meer durch das Marmarameer ins Mittelmeer. Bla, 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 okay, das ist alles okay. Namensherkunft ist nicht so wichtig. Wie groß ist das Ding? Lage und Gestalt. Das Meer ist 282 Kilometer lang, 80 Kilometer breit, also Pipi. 11.000 Quadratkilometer haben wir irgendwo eine Tiefe. Die Wassertiefe beträgt in der Nähe der Küste meist nur 50 Meter und liegt an den tiefsten Stellen etwa 1355 Meter. Das ist alles, was wir wissen müssen. Okay, sehr gut. Wir gehen mal rein, wo es ist. Also ihr seht schon, es ist relativ klein. So, das ist das hier oben, habt ihr gesehen. Ne? Also nochmal ganz kurz, dass ihr seht, wo wir sind, dass wir uns verorten können. Das hier ist das Schwarze Meer. Das dürfte man, glaube ich, kennen. So, die Türkei kann man, glaube ich, auch ganz gut einordnen. Hier oben haben wir den sogenannten Bosporus. Das hat man auch schon mal gehört. Ne? Und hier Istanbul, eine der größten Städte in Europa, beziehungsweise Eurasien. Schön vorsichtig sein, was Europa ist und was nicht. Hier ist der Bosporus. Also die Verbindung vom Marmarameer ins Schwarze Meer. Da haben wir also eine Verbindung. Und hier unten sind die Dardanellen. Da fließt das Marmarameer quasi ins Mittelmeer. Wenn wir hier rauszoomen, seht ihr, glaube ich, ganz gut. Da haben wir Griechenland, die Ägäis, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, das Mittelmeer. Das Marmarameer ist also so ein Zwischenmeer, so ein Binnenmeer. Es ist fast so ein bisschen wie die Ostsee. Es ist schlecht durchströmt. Der Wasseraustausch ist schwierig. Hier oben ist viel süßes Wasser. Hier unten im Mittelmeer einiges an Salzwasser. Der Austausch findet dazwischen drin statt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Wasser permanent durchmischt wird. Und das ist ein Problem. Es kommt wenig Sauerstoff rein. Die Durchmischung von Schadstoffen ist nicht gegeben. Also es ist ein ziemlich ungünstiges Meer. Und wie ich das jetzt verstanden habe, ja, Freunde, ich bin ja nicht vor Ort, ich untersuche das Meer nicht, ich kann nur wiedergeben, was ich aus den Medien kenne und was ich mir angelesen habe, ist es so, dass das ganze Meer, was ja nicht groß ist, 280 mal 50, das ist nicht groß, dass die Türkei super viel ungeklärte Abwässer, das heißt von der Waschmaschine bis zum Spülbecken, von der Toilette bis zu Industrieabwässern, einfach in dieses Meer leitet, ohne Kläranlage.
einfach Schläuche in die Tiefe und aus dem Auge, aus dem Sinn, das verteilt sich dann schon, geht ins Schwarze Meer, geht ins Mittelmeer, haben wir nichts mehr mit am Hut. Wenn du das über viele, viele, viele Jahre machst, Jahrzehnte, dann ist das ein Problem, Freunde. Und zwar ein großes Problem. Das lagert sich alles ab, es überdüngt dieses Meer, es bringt Schadstoffe ein, es lagert sich als Faulschlamm ab. Also es ist wirklich, es ist dämlich, wenn man sowas macht. Das ist völlig, völlig dumm. Wenn ihr euch daran zurückerinnert, wie es um unsere Flüsse in Deutschland stand, vor dem Bau vieler Kläranlagen oder bevor man sich Gedanken gemacht hat über die Wasserqualität, der Rhein war auch mal tot, regelrecht. Das war eine Katastrophe. Und genau dasselbe haben wir jetzt hier. Durch die Überdüngung wachsen dann wiederum Algen, weil die auf einmal super viele Nährstoffe haben. Das könnt ihr euch vorstellen. Diese Algen sterben irgendwann, sinken ab, verbrauchen dabei Sauerstoff und das Meer hat eh schon relativ wenig Sauerstoff aufgrund der Lage, der Topografie, der Durchströmung und so weiter. Und dann addiert sich eins zum anderen und dann hast du die Scheiße am Dampfen. Aber richtig, big time. So, dann sterben die Tiere da drin, alles, was an Lebewesen dort lebt, wird überlagert durch den gezerrten Sauerstoff, erstickt es regelrecht. Dann hast du diesen Abbauschleim, tote Organismen und dann hast du wirklich den Salat. Und dann sind diese ganzen Fischer, das sagte der Meeresbiologe heute auch noch, die normalerweise so, das kennt man aus Istanbul, so richtig geile Bilder, auch im Sonnenuntergang und so, wie so Fischer in den Häfen sitzen und mit so langen Steckruten stecken, so stippmäßig Fische aus dem Hafen holen, ohne Ende, jeglichster Art. Und die dann auch verkaufen an die Touristen oder an Einheimische. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Er sagte, die verkaufen ja nur noch Fisch aus Norwegen. Machen das nur für die Touristen, damit es noch so aussieht, als ob man hier Fisch gewinnt. Und wenn du dann nicht eine Regierung hast, die an Umweltschutz total interessiert ist, und das über Jahrzehnte einfach verballert, dann ist das ein Riesenproblem und dann hast du ein echt großes Problem. Was für die Zukunft auch scheiße werden wird. Weil, wenn du dieses Marmara-Meer versaust, das hat ja auch einen Einfluss aufs Schwarze Meer und es hat einen Einfluss auf das Mittelmeer, auf Griechenland, auf Anrainerstaaten wie Bulgarien hier oben und so weiter. Also du fuckst auch noch andere Länder ohne Ende ab in deren Gewässern, weil Wasser ist jetzt nicht ganz so flüchtig wie Luft, es ist ja 800 Mal dichter, aber nichtsdestotrotz, auch das verteilt sich. Schöne, schöne Scheiße. Also das Marmara-Meer ist im Arsch. Und so eine Aussage wie statt 124 Fischarten auf einmal nur noch null, ist für die Leute, die davon leben, aber auch für das ganze Ökosystem eine Riesenkatastrophe. Das ist wirklich, wirklich schlecht. So, und wenn ich dann daran denke, dass dieser ganze Scheiß hier über die Dardanellen unten ins Mittelmeer fließt, also Freunde, was hier passiert, um nochmal ein bisschen raus, zack, hey, nochmal ein bisschen raus zu zoomen, will ich euch mal erklären, warum ich das wirklich scheiße finde. Also, in diesem Bereich hier, der Ägäis und hier oben in der Adria, im Ionischen Meer, rund um Zypern und so weiter, aber auch hier in diesem Gebiet und tatsächlich hier, liegen die Kinderstuben der weißen Haie des Mittelmeers. Und es ist jetzt nicht gerade so, als ob es den weißen Haien gut geht. Es werden immer weniger. Und diese Kinderbrutstätten, das ist wirklich extrem wichtig, dass da sauberes Wasser und eine gute Nahrungsverfügbarkeit herrscht. Also von daher, Türkei, schwache Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünschte, da wären mehr Leute in der Regierung und in der Politik unterwegs, die sich um Umweltschutz und die Zukunft Sorgen machen würden. Aber auch da formiert sich Widerstand und immer mehr junge Menschen wiegeln sich da auf und sagen, es wird Zeit für grüne Parteien und es wird Zeit für Umweltschutz. Hoffentlich nicht zu spät. Ich habe nochmal ein Video rausgesucht, was ich dazu gefunden habe. Das gucken wir uns nochmal an. Von Future Zone AT. Das müssen wir uns angucken. Warum gibt es auf dem Marmara-Meer einen Meeresschleim aus Algen? Das will ich auf jeden Fall mit euch noch schauen. Und hier schreibt es auch schon jemand, ist das diese Türkei, die auch in die EU will? Ja, und wenn man in die EU will, dann sollte man nicht nur Menschenrechte beachten, dann heißes Pflaster, sondern dann sollte man sich auch um die Umwelt kümmern, weil die ist wichtig für die Zukunft und so weiter. Aber, naja, gucken wir uns mal an, was sie jetzt... Ich weiß allerdings nicht, wer sie ist. Steht das hier in der Videobeschreibung? Nö. Aber mal gucken. Mal gucken, was sie so zu sagen hat. Meeresschleim im Marmara-Meer. Was ist eigentlich ein Meeresschleim? Und warum ist er derzeit für das Marmara-Meer so gefährlich? Wir erklären euch das. Hallo bei einer neuen Folge Fuzu Explains. Das Marmara-Meer ist in Gefahr. Derzeit bedeckt ein dicker Schleim die Meeresoberfläche vor Istanbul. Alter,
Ihr seht hier das Pier und es sieht ja absurd aus. Es sieht irgendwie schön aus. Es wäre so ein Bild, was man einreichen könnte beim Wildlife Photographer of the Year in Conservation Photography, aber es ist natürlich eine Katastrophe, weil ihr müsst bedenken, nicht nur, dass hier kein Sauerstoff mehr ins Meer reinkommt, weil auch durch Wind wird Sauerstoff ins Meer eingebracht oder CO2 gebunden. Es findet auch eine Abdunklung der Meeresoberfläche statt. Das heißt, Organismen, die unten sind, die Photosynthese machen, von Plankton bis sonst irgendwas, können das auch nicht mehr machen, weil das Meer abgedunkelt ist. Also ihr seht schon, das hat Konsequenzen. Das ist so krass. Da macht man sich keine Vorstellung. Aber hier musst du eigentlich auch nur eins und eins zusammenzählen und dann kommst du nicht nur auf zwei, sondern auf die Lösung, dass das einfach Quatsch ist. ExpertInnen warnen vor. Und, sorry, dass ich jetzt schon wieder unterbreche, die Lösung in dem Fall ist ja total easy. Warum verseuchst du mit Absicht ein Meer? Warum klärst du nicht dein Abwasser? Geklärtes Abwasser, Problem gelöst. Die Scheiße ist, wenn das jetzt schon zu spät ist, dann hast du eine komplette Meeresregion über Jahrzehnte in den Tod getrieben und die zurückzuholen, schwierig. Den fatalen Folgen dieses Meeresschleims für Tiere und Umwelt. Doch was steckt hinter diesem menschengemachten Phänomen? Wie entsteht der Schleim und was macht ihn so gefährlich? Schauen wir uns mal die Umgebung des Marmara-Meeres genauer an. Rund um das Meer leben um die 25 Millionen Menschen. Ne, das ist auch so eine Aussage. Das sind ja Menschen, die dort leben, die vom Meer leben, die mit dem Meer leben. Auch du gefährdest ja nicht nur Umwelt, Ökosysteme, Anrainerstaaten, sondern auch die eigenen Menschen im Land. Es ist also wirklich eine große Dummheit. Es ist also ein dicht besiedeltes Gebiet. Das Marmara-Meer ist ein Binnenmeer, da es über den Bosporus und die Dardanellen mit dem Schwarzen Meer und Mittelmeer verbunden Ja, ist. so. Im Jahr 2007 wurde der grau-grüne Schleim zum ersten Mal beobachtet. Seither kommt er immer wieder. So fatal wie jetzt war es jedoch noch nie. Der Schleim entsteht. Guck mal, das sind immer so Sätze, so warm wie jetzt war es noch nie. So viele Wälder wie jetzt sind noch nie abgestorben. So wenig Fische wie jetzt gab es noch nie. So fatal wie jetzt war. Also wie viele dieser Sätze braucht es denn noch? Im Grunde durch Algen. Absurd. Genauer gesagt ist er ein Algenabfallprodukt, da sich die Algen gerade stark ausbreiten. Beim Marmarameer kommen zudem mehrere Faktoren zusammen. Durch das dicht besiedelte Gebiet und die Industrie landen haufenweise Chemikalien und Schadstoffe im Meer. Die Kläranlagen reichen nicht aus. Das Ganze kommt also quasi ungefiltert ins Gewässer. Dieser Effekt verstärkt sich im Binnenmeer, da es auch mit anderen Kanälen verbunden ist. Und immer dran denken, zum Beispiel in der Ostsee, die ja auch ein Binnenmeer ist, die hat ja nur eine kleine Verbindung oben zur Nordsee, Kattegat-Skagerrak. Nur da kommt frisches Salzwasser aus Atlantik, Nordsee und so weiter in die Ostsee hinein. Und dann braucht das Wasser allein in der Ostsee fast 30 Jahre, um sich einmal zu durchmischen. Das heißt, auch die Ostsee hat mannigfaltige Probleme, ne? Ein weiterer Faktor ist die globale Erderwärmung. Die Meerestemperatur steigt stetig an. Das ist die biologische RGT-Regel. Das heißt, ich erhöhe um 10 Grad zum Beispiel und verdopple damit Prozesse in ihrer Schnelligkeit und Geschwindigkeit. Das heißt, Algen vermehren sich doppelt so schnell, Abbauprozesse laufen doppelt so schnell ab und so weiter. Also je wärmer es wird, desto schlechter für so ein Meer. In Kombination mit der Sonneneinstrahlung begünstigt das die Algenplage. Der durch Algen verursachte Schleim besteht aus abgestorbenen Mikroalgen, wie zum Beispiel Kieselalgen. Hinzu kommen Mikroorganismen, Plankton und Eiweißreste aus Algenaggregaten. Der C. Algenaggregaten sind einfach Algenzusammenschlüsse, also Algenverklumpung. Wenn etwas aggregiert, schließt sich etwas zusammen. Der Teppich hat eine beinahe zerstörerische Wirkung. Der Schleim hat sich langsam aufgebaut, jetzt vermehrt er sich immer schneller und sinkt auch auf den Boden. Er verursacht durch Bakterien einen Sauerstoffmangel mit massiven Folgen. Also beim Abbauen dieser abgestorbenen Algen, das machen Bakterien, die zehren vom Sauerstoff. Eine normale Fischerei ist nicht möglich. Die Fischernetze verschmutzen oder werden kaputt. Muscheln am Meeresboden wachsen durch den Schleim langsamer. Durch den Sauerstoffmangel sterben Fische und Krabben. Schildkröten müssen zum Luftholen immer wieder an die Oberfläche auftauchen. Zudem. Das müssen sie sowieso. Also Schildkröten atmen wenig unter Wasser, die können unter Wasser atmen, indem sie ihre Kloake aufspannen und tatsächlich Wasser einströmen lassen und können somit auch bis zu 7 Stunden unter Wasser bleiben. Aber sie kommen zum Atmen tatsächlich hoch, aber dann im Schleim
ist eher so beschissen. Beeinträchtigt der Schleim die Funktion von Korallen. Sie können das Wasser nicht mehr filtern. Auch das Zooplankton als wichtiges Fischfutter wird weniger. Expertinnen warnen vor einem Massensterben vieler Meereslebewesen. Naja, und die Experten haben heute Morgen im Radio gesagt, also der türkische Meeresbiologe, Fische, zero. Die sind weg, sie sind tot. Und man hat hier ein ganzes Binnenmeer zu Tode gewirtschaftet. Alter Schwede. Breitet sich der Schleim weiter aus, kann es zu Todeszonen auf dem Meeresboden kommen. In diesen Zonen ist das Sauerstoffgehalt so niedrig, dass dort kein Leben mehr möglich ist. Die Vereinten Nationen warnen davor immer wieder. Seit 2008 ist die Zahl dieser Todeszonen massiv gestiegen. Den Schleim einfach wegnehmen löst das Problem nicht. Man muss im Prinzip... Das ist ja nur Symptombekämpfung. Du musst Ursachen bekämpfen. Warum ist das da? Und musst an die Ursache ran, das ist ganz einfach, Kläranlagen einbauen. Warten, bis es sich durch Regen, Wind und Wellen auflöst. Das kann jedoch noch sehr lange dauern und der Schleim wird sich weiter ausbreiten. Die Situation am Marmarameer ist ein weiteres Beispiel für die massive Zerstörung der Ökosysteme unserer Weltmeere. Expertinnen fordern deshalb neben einem intensiven Monitoring des Meeres auch Aktionspläne für Küstenstädte. Zudem braucht es Schutzzonen, damit sich das Meer erholen kann und Meeresleben möglich ist. Aber vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, Kläranlagen, dass das Wasser aufgeklärt wird und gar nicht erst dreckig ins Meer reinfließt. Das wäre die Lösung. Und das Krasse ist, es ist manchmal so einfach und teuer wird's, wenn man gar nichts tut. So wie aktuell die Türkei. Schade auch. Mist. Naja, ihr seht, die Situation am Marmarameer ist eine komplizierte, aber eigentlich auch eine leichte. Eine leicht zu lösende. Da müsste man manchmal auf die Umweltschützer hören.